Für zwei Wochenenden im Advent öffnete der Christkindlmarkt am Schlossplatz in Laxenburg wieder seine Pforten. Viele Vereine und Institutionen der Marktgemeinde Laxenburg bringen dabei weihnachtliches Flair auf den Schlossplatz. Einmal mehr ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Wir fördern hier am Christkindlmarkt speziell unsere Laxenburger Vereine und Institutionen. Da gehört unter anderem auch die Musikschule Laxenburg-Biedermannsdorf dazu. Und man hört ja im Hintergrund, wie vorweihnachtliche Klänge die doch schon sehr, sehr zahlreichen Besucher hier erfreuen. Ich danke ganz klarerweise einmal mehr unserer Vizebürgermeisterin Elisabeth Maxim, denn der Christkindlmarkt als solches war eine Idee aus dem Jahr 1999, die wir damals erstmals noch sehr, sehr einfach gehalten umgesetzt haben. Und ich erinnere mich, wie wir am Balkon des Rathauses einen CD-Player stehen gehabt haben. Immer wenn die CD zu Ende war, ist jemand hinaufgelaufen, hat gewechselt und ähnliches mehr. Heute wird das höchst professionell gemacht mit Tontechnik, mit großer Bühne. Aber wofür ich auch ein Danke sagen möchte, von der ersten Stunde an sind unsere Laxenburger Vereine und Institutionen dabei gewesen, ohne die das klarerweise nicht möglich wäre. Die Marktgemeinde hat ja ebenfalls hier einen ganz, ganz super netten Adventsstand. Was bietet ihr denn diesmal Leckeres an? Es gibt heuer in jedem Laxenburger Haushalt einen Christstollen. Das ist unser Weihnachtsgeschenk, das wir jedes Jahr für die Bürger und Bürgerinnen vorbereiten. Wie schaut es auch mit dem Punsch aus? Habt ihr sicher mächtige Konkurrenz von den restlichen Punschständen? Oder sagt ihr, mein Punsch ist sowieso der Beste? Der grundsätzlich natürlich ist unserer der Beste, aber bei uns ist es so Usus, dass jeder Stand seinen eigenen Punsch produziert. Wir haben hier seit Jahren einen Ananaspunsch, das heißt es mit Ananassaft, Ananasstückchen und Rotwein. Was wäre der Weihnachtsmarkt ohne den Nicolo? Der Nicolo kommt auch heuer wieder mit einer Kutsche. In diesen 50 Jahren hat er das zweimal mit dem Schlitten geschafft. Schnee ist ja auch dieses Wochenende in weiter Ferne, aber wir haben ca. 300 Kinder, die hier auf das Kommen des Nikolaus warten, die logischerweise begeistert sind, mit großen Kulleraugen hier dann die Ankunft des Nikolaus betrachten. Und das ist in dem stimmigen Ambiente unseres Schlossplatzes klarerweise ein ganz besonderes Erlebnis. Ein wesentlicher Höhepunkt, und den möchte ich schon noch ankündigen: Am 13. Dezember um 17 Uhr kommt einmal mehr Pete Art and his Rockets zu uns nach Laxenburg am Schlossplatz. Pete Art bittet am Ende der Veranstaltung die Kinder auf die Bühne. Es gibt kleine Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Egal ob stürmt oder schneit, er spielt toll. Es ist ein Erlebnis. Kommen Sie einfach vorbei.